So, die tamen wir alle erstmal. Zeit für einen Kampf. Rhinosaurus peitscht sich selber auf den Arsch. Und sieht ein bisschen aus wie eine zurückgeschobene Vorhaut. Aua! So. Ich hoffe, der andere kommt jetzt in der Zeit nicht. Nein, kommt er nicht. Yeah! So. 2 Erf. 2 G. Wenn wir weiter so machen, können wir bald monatliche Miete bezahlen. So. Wir müssen jetzt da oben rum. Ja, komm. Wir sammeln XP. Wir gehen gleich in den Wald. So. Josh, gambaro. Josh. Na los. Hüttisch. Junge. Halt, oh Gott. Dem fallen seine Popeln raus. Ich will die Popel. Die Popel-XP. So, XP-Popel. So rum. Da, la, 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 la. Wir haben schon 18 G. G. Wir sind eine richtige G-Unit inzwischen. Jetzt schnappen wir uns hier hinten noch diesen Teppich. Wo ist denn jetzt der Teppich? Der Flaupfausel. Jo, Gambaro. Und ab auf den Flaupfausel. So. La, 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 la. Also diese Zwischenkämpfe sind ja ganz normal, ne? Also einige Leute kennen das nicht vielleicht, aber bei den JRPGs sind diese Zwischenkämpfe ganz normal. Meistens sind das Random Encounter, aber hier kann man zumindest sehen und sich selber entscheiden, ob man da reingehen will. Bin ich hier überhaupt richtig? Da ist der tiefe Wald. Das ist der tiefe Wald. Er sieht vertrauenserweckend aus. Finsterer Wald. Dann gehen wir mal in den Finsterwald. Oha. Hallo? Der finstere Wald, der Forst der Fabeln. Schöner Name. Sieh mal einer an. Ein Meilenstein, das ist praktisch. Ein Meilenstein? Ja, Junge, das sind uralte Steine, weißt du? Kannst sie benutzen, um deine bisherigen Abenteuer festzuhalten. An gefährlichen Orten wie Wäldern kannst du dich nicht einfach auf den nächsten Felsen hocken und deine Memoiren schreiben. Warum denn nicht? Warum denn nicht, fragte er. Junge, geht's noch? Weil's er von grässlichen Viechern nur so wimmelt, oder etwa nicht? Wirklich? Das klingt aber gruselig. Daran wirst du dich schon gewöhnen, Junge. Aber denk dran, du kannst deinen Fortschritt nicht einfach überall speichern. Ich erkläre dir das kurz. Berührst du einen Meilenstein, werden deine Magie und Gesundheit voll wiederhergestellt. Nicht schlecht, oder? Aber das ist noch lange nicht alles, Mann. Die kleinen Prachtstücke lassen dich auch deinen Fortschritt speichern. Da freut sich der Wandersmann. Deshalb solltest du bei jedem Meilenstein Halt machen und das Ding auch benutzen. Sicher ist sicher, oder nicht? Okay. Achso, okay, Tröpfchen. Schick, 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 das höre ich gern. Hoffentlich tust du auch, was du sagst. Gut, und jetzt auf zum alten Mann im Wald. So, hoppala. Ja, dann meilen wir mal. Schau mal, die Dinger sind echt praktisch. Mit ein bisschen Glück kannst du die auch irgendwann mal benutzen. Sind bestimmt Teleporter. Deine LP und MP sind vollständig wiederhergestellt. Fortschritt speichern. Ja. Das machen wir natürlich. Ja, soll alles überschrieben werden. PlayStation. Speichervorgang. Ist nicht von dieser Welt. Boah, sieht cool aus hier. Ich mag dieses Third Person. Was passiert, wenn ich hier lang gehe? Was treibst du denn, Mann? Der alte Mann im Wald ist ganz in der Nähe. Ja, ich komme ja schon. Ich wollte nur mal hier hingucken. Ich dachte, da wäre was. Was? Jetzt fange ich auch schon so an zu reden. お前たちは。何これ。これがイニシエの木や。
久しぶりだな。 静か。 わしに何の用だ。 いやいやいや、一の国から客人が来ましてね。 ほんでもって旦那にいろいろとお力を貸していただきたいと。 お前はいつも困った時にだけやってくる。 全く調子のいいやつだ。 すんません、旦那にはいつも感謝してます。 しかしその子は。 長老もお気づきになられましたか。 透き通った心の持ち主か。 透き通った心は闇を打ち払う。 雫、まさかお前。 はい、俺たちジャボーと戦いますわ。 なんと。 相変わらずバカなやつじゃ。 よかろう、力を貸してやろう。 しかし、その前にその子のイマージェンをどうにかせねばならんな。 お、せや、確かに忘れるとこでした。 旦那もこう言われてることやし。 ちょっと早いけど、お前にイマージェンの出し方を教えといたるわ。 イマージェン？ せや、イマージェンや。 この二の国では、自分の心を実体化させて、先進することができるんや。 それがイマージェンというわけや。 ここからの道のりでは、もっと強いモンスターが出てくる。 せやから、お前のイマージェンにも手伝ってもらおうっちゅうことやな。 僕にできるかな？ できるもできんもない、やるんや、おかん助けんのやろ。 あ、うん。 ほな、ええか、マジックマスターを開いて。 ここでイマージェンの魔法を使ってみ。 Aber Tröpfchen, der Zauber Vertrautenrufen steht hier gar nicht drin. Wie bitte? Der Junge hat recht. Sieh dir seine magischen Begleiter mal an. Etliche Seiten scheinen darin zu fehlen. Wirklich? Verdammt! Heißt das, ich kann den Zauber nicht benutzen? Ho, 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 ho. Ganz so machtlos bin ich nun auch wieder nicht, junger Mann. Oliver, stimmt's? Lass mich mal sehen. Vertrauten rufen. Hier steht es. Ja, hier steht es. Ein Geschenk für dich, Oliver. Hier. Zirkel oder was? Du hast eine Seite mit dem Zauber Vertrautenrufen zu. Vielen herzlichen Dank, Vater Eiche. Die entsprechende Seite für einen Zauber zu besitzen, bedeutet aber nicht, dass du ihn auch anwenden kannst. Manche Zauber sind für gewisse Zauberer einfach nicht bestimmt. So ist es nun einmal. Darüber solltest du den Kopf jetzt nicht zerbrechen, Junge. Probier einfach mal Vertrautenrufen aus, okay? Natürlich, Tröpfchen. Ja, ich mach immer, was man mir sagt. So, wirke Vertrautenrufen. Mit 0 MP ruft aus dem Herzen des Zaubernden ein Vertrauten herbei, der an seiner Seite kämpft. Jetzt bin ich gespannt. なかなか続きがええぞ。これがお前の心の戦士、イマージェン。心の戦士？そうや。お前の心の強さが実体化して戦士の姿になったんや。これで本当に戦えるの？おお。見て。なんだよこいつ。 お前の心が強なったら、こいつも強なってくるんや。 Ich mag den kleinen... diesen kleinen Krieger da. Das ist also dein Vertrauter, was? Achso, das ist also mein Vertrauter, was? Entschuldigung. Und er kommt mit uns? Ganz recht, Olli. Je mehr, desto besser, oder nicht? Du solltest dem Kerlchen noch einen Namen verpassen. Wie nenne ich denn mal diesen kleinen Vertrauten? Wie nenne ich... Ich nenne ihn... Okay. Vielleicht nenne ich ihn... Ich weiß nicht. Ich nenne ihn mal...
Ach, weißt du was? Komm. Ich glaube, wir bleiben mal dabei. Ich glaube, das ist ganz gut. Der Tobi kommt aus meinem Herzen. Der kommt aus meinem Herzen. Und dann ist ja auch gut. So, Kleinbuchstaben. Ach so, es gibt Kleinbuchstaben. Wie langweilig. So. Ja. Tobi. Der Tobi. Jawohl. Bist du sicher, dass du den Wicht Tobi nennen möchtest? Ja, ich war noch nie so sicher wie heute. Oliver, wir können dich nicht nur mit diesem verdorrten Zauberstab gewappnet in die Wildnis schicken. Ich habe ein paar Zauber für dich, die dir im Kampf helfen werden. Der erste ist ein stärkender Zauber namens Lindernde Hand. Du hast eine Seite mit dem Zauber Lindernde Hand erhalten. Besser als Lindas Hand, das wäre schwierig zu erklären. Ja. Schick, das ist der nützlichste Zauber für Abenteurer auf Reisen. Kratzer, blaue Flecken, Verstauchungen, Platzwunden, alles kein Problem für Lindernde Hand. Ach, das hört sich ja so an, als würde ich mir demnächst noch ein Wehtun-Tröpfchen. Und dies ist die Gabe des flammenden Infernos, der Feuerball. Schick, der schießt einen kleinen Ball aus Feuer. Pflanzenartige Bösewichte hassen Feuermann. Sogar der alte Baumheini hier hat Angst vor Feuerball. Tröpfchen, wie kannst du es wagen? Du würdest diesen Zauber nie gegen mich richten, nicht wahr, mein Junge? Aber natürlich nicht, Gevatter Eiche. Du hast eine Seite mit dem Zauber Feuerball erhalten. Nun kannst du jederzeit diese Taste hier drücken, um das Zaubermenü aufzurufen. Du kannst einen Zauber wie Lindernde Hand jederzeit benutzen. Feuerball ist jedoch hauptsächlich für den Kampf gedacht. Aber jeder Zauber kann sich in bestimmten Fällen als überaus nützlich erweisen. Ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, solltest du vielleicht mal dein Magierepertoire durchgehen. Vielleicht findet sich da ein Zauber, der dir aus der Klemme hilft. Du kannst jetzt das Zaubermenü benutzen. Herzlichen Glückwunsch! Oh nein! Naja? So, wieder kam ja. Sass, ich kämpfe dir, Oliver. Kore. どうするの？戦いのイメージを頭に思い浮かべるんや。そしたらそいつも戦ってくれる。わかった。戦いをイメージ。やってみる。Ach krass. Und jetzt der ungewollte Bastard von Pikachu. Hüpfelchen. Es sind sogar zwei. Wunderbar, Olli. Zeit, dass du lernst, wie man Vertraute im Kampf verwendet. Erstmal musst du dich entscheiden, wer kämpfen soll. Du oder dein kleiner Kumpel. Wo wir ihn schon erschaffen haben, sollten wir ihn auch einsetzen. Wähl ihn doch mal aus. Wlumps. Tobi, schick. Und jetzt hab ins Kampfgetümmel mit dem Knirps. Oh ja, siehst du den Kreis da links oben? Das ist die Ausdaueranzeige von einem Vertrauten. Das Dings zeigt dir, wie lang der noch weiterkämpfen kann. Alles klar? Je länger du ihn rackern lässt, desto kürzer wird die Ausdaueranzeige. Wenn die leer wird, ist der Arme so kaputt, dass er nicht mehr kämpfen kann. Traurig, oder? Bevor es soweit kommt, solltest du den Kleinen also zurückrufen und ihm Ruhe gönnen. Oh, und da gibt's noch was, was du über Vertraute wissen solltest. Siehst du das kleine Symbol hier? Das ist sein Zeichen. Dort ist das auch nochmal zu sehen. Hm? Hüpfelchen B? Ja, ja. Das ist sowas wie ein Sternzeichen, aber es gibt nur vier davon. Sonne, Mond, Stern und Planet. Denn Sonne und Mond sind weder Stern noch Planeten offenbar. Und wie bei Sternzeichen passen Ungleiche besser zusammen. Nutzt das im Kampf aus. Ungleiche passen besser zusammen? Ich kenne mich mit Sternzeichen nicht so aus. Dann wären da die Tricks. Das sind echt mächtige Fähigkeiten, so ähnlich wie Zauber. Und genau wie Zauber kosten sie dich MP. Die Kosten stehen gleich daneben, können aber dann von der Steuer abgesetzt werden. Ein Wirbel aus wahllosen Hieben verursacht bei allen Gegnern Füßen Schaden.
Aber du darfst nicht vergessen, dass du und deine Vertrauten euch MP und LP teilt. Benutzt ein Vertrauter einen Trick oder kriegt einen üblen Treffer ab, sinken deine MP und LP. Mann, oh Mann, das ist mal wieder eine lange Lektion, was? Zum Schluss gibt's einen Tipp, der echt top ist. Die Ausdauer von Vertrauten sinkt ständig. Also müsst ihr regelmäßig die Plätze tauschen. Du kannst das machen, wann du willst. Drück dazu einfach L1 Claro Fittimo. Jetzt höre ich aber mit dem Gequatsche auf, ehe ich uns beide zu Tode langweile. Danke. Zeit für deinen großen Auftritt. Auf geht's, Jungchen. Oh ja, habt ihr das gesehen? Alter, auf die Fresse, Tobi! So, kann ich jetzt mit L1... Ah, kann ich jetzt auf ihn wechseln? Ich wollte es mal testen. So. Ja, neue Stufe für beide. 12 Erf und 8 G. Geil. So, Oliver. 46, alles gesteigert, alles super, Stufe 3. Und Topi ist auf Stufe 2. Ich freue mich. Und jetzt weißt du auch, wie man mit Vertrauten kämpft, oder, Olli? Um echter Champ zu werden, musst du lernen, wann du deinen Vertrauten von alleine lassen solltest und wann du besser selber das Heft in die Hand nimmst. Entschuldigung. Ich werde mein Bestes tun, Tröpfchen. Oh, und wenn er mal nicht am Kämpfen ist, hängt der Racker ganz gemütlich im Kreaturenkäfig ab. Im Kreaturenkäfig kannst du deine treuen Vertrauten mit schmackhaften Leckereien verwöhnen. Es gibt jede Menge Leckereien zur Auswahl. Manche verbessern ihre Fähigkeiten, andere können ihnen sogar neue Tricks beibringen. Schick, schick, schick. Gibst du den Kleinen genug von ihren Lieblingsspeisen, stärkt das die Bande der Vertrautheit und du kannst ihre Fähigkeiten noch weiter steigern. Aber stopf sie nicht zu sehr mit Süßigkeiten voll, sonst sind sie am Ende noch übersättigt. Man soll es mit der Peppelei nicht übertreiben, verstehst du? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal, aber merk dir fürs Erste einfach, dass du dich im Kreaturenkäfig um deine Vertrauten kümmern kannst. Kreaturenkäfig, kapiert. Ja, ich werde mich gut um ihn kümmern, das verspreche ich, Tröpfchen. Der Kreaturenkäfig kann jetzt im Hauptmenü aufgerufen werden. Oh, hätte ich beinahe vergessen. Wir wollten dich was fragen, euer Holzheit. Im Katzbuckel steht ein Wachmann mit gebrochenem Herzen, weißt du? Mit gebrochenem Herzen, sagst du. Shadars böse Macht breitet sich immer weiter aus. Ihr braucht also... Genau, euer Hoheich. Bist ganz schön fix. Hast immer noch drauf, was? Nur Geduld, kleines Tröpfchen. Natürlich habe ich das. Lass mich mal sehen. Hier drüben, warte. Ich weiß doch, dass sie hier irgendwo ist. Eine Sekunde eben. Da hier. Verflixt noch eins! Du hast sie doch hoffentlich nicht verloren, oder? Verloren? Eine Frechheit! Ich habe sie sicher verwahrt zwischen meinen höchsten Zweigen. Da oben herrscht nur ein ziemliches Durcheinander. Ich habe heute meinen Bad Laub Day. Ah, während ich danach suche, könntet ihr mir einen Gefallen tun? Was? Ich hab doch gesagt, dass wir es eilig haben, oder nicht? Wir haben keine Zeit für... Tröpfchen, wir sollten Gevatter Eiche helfen. Schließlich hat er uns diese Zauber gegeben. Ah, wie erfrischend, einem derart verantwortungsbewussten und ehrlichen jungen Mann zu begegnen. Na schön, ich hab's kapiert. Also, sag an, was sollen wir für dich tun? Nun, es geht um den Wächter dieses Waldes, versteht ihr? Der Wächter, wie? Was ist los mit dem alten Knacker? Er ist in letzter Zeit leider etwas ungebärdig geworden. Und er vernachlässigt seine Pflichten. So, so, so. Das ist nicht gut, was? Wir sollten dir wohl besser helfen, ihm Manieren beizubringen, hm? Der Wächter? Klingt wie ein harter Kerl. Das kannst du aber laut sagen. Der ist viel stärker als normale Viecher. Aber jetzt hast du ja einen Vertrauten auf deiner Seite, Junge. Wird schon schief gehen. Außerdem, wenn du Shadar besiegen willst, kannst du bei so einem popeligen Wächter nicht einfach kneifen, oder? Okay, ja, ja, ich mach, ja, ja. Wie liebenswert von dir. Der Wächter hält sich im tiefsten Teil des Waldes auf, jenseits der Flüsterfälle. Viel Glück. Ja, wir gehen. Ja, ja, komm.
Erst Zauber, jetzt Vertraute. Du wirst ein waschechter Zauberer, oder Olli? Scheint so, ja. Na, dann sieh dir deinen Freund doch mal an, was? Und wie geht das Tröpfchen? Kinderspielmann, also hör zu. Guck mal ins Hauptmenü rein. Da kannst du Freunde und Vertraute sehen. Da findest du alle möglichen Infos über deine Fähigkeiten und die von deinen Vertrauten. Sieht ein bisschen kompliziert aus und es gibt eine ganze Menge Optionales, aber ehrlich gesagt, das hast du weit raus, Mann. Der ganze Zaubereikram ist noch neu für dich. Du kennst also noch nicht alle Kniffe, verstehst du? Aber wenn du weiter gegen Monster kämpfen, wilden kämpfst, wirst du mit der Zeit stärker und steigst der Stufen auf, kapiert? Du lernst sicher bald ein paar neue Freunde kennen und so weiter. Also vergiss nicht, die unter die Lupe zu nehmen, wie ich's dir gezeigt habe. Alles... Alles klar, Tröpfchen. Deine Freunde und Vertrauten können jetzt im Hauptmenü aufgerufen werden. Ja, so mache ich das auch immer. Heute hat man das ja auf dem Handy. So, wir schauen mal ganz kurz ins Hauptmenü. War der falsche Knopf. So, du erhältst ein Drachilein-Ticket. Was? Ich erhalte ein genau was? Du erhältst ein Kraftprotz-Ticket. Was? Freunde, Kreaturenkäfig, Freunde. Ich schau mal zuerst in den Kreaturenkäfig. Da ist der Tobi. Der Tobi. Wir haben leider keine Leckereien. Tobi, wir haben keine Leckereien für dich. Ich würde dich mit allem vollstopfen, Tobi, aber du kannst leider nichts essen. Außerdem hast du eine komische Blume auf dem Kopf. Eine braune Blume. Könnte auch eine Puperze sein. Ich weiß es nicht. So. Gucken wir mal bei Freunde und Vertraute. Aha. Er ist selber sein eigener Freund und oder Vertrauter. Das nennt sich Selbstvertrauen. Und hier ist Le Tobi. Ausrüstung. Klingen, wir haben nichts. Wir hatten ja nichts. Tricks, Schnitter, Schmetterschlag, Lichtsichel, Sandstreuer, Kieselregen. Da können wir nichts machen momentan. Alles klar. Was haben wir hier? Einstellungen. Magischer Begleiter. Nimmervoller Beutel. Unser Inventar. Aha, Waffen, Rüstung, Accessoires, Leckereien, Zutaten, haben wir schon eine gefunden. Spornsprosse, Kräuter, die vor allem dazu benutzt werden, die Effizienz von Tränken zu steigern, insbesondere von Arzneien. So, und hier haben wir wichtige Gegenstände, Olivers Kleidung, Olivers Lieblingsklamotten, ein gelber Pulli und bequeme Jeans, die er in den nächsten 50 Wochen nicht mehr wechseln wird. Feenkleidung, ganz einfache Feenkleidung, Bekleidung, sie ist mit magischen Fasern gewoben, die stets für einen bequemen Sitz sorgen. Huch. Und hier haben wir noch magischer Begleitung, ein altehrwürdiger Wälzer, gefüllt mit dem Zauberwissen längst vergangener Zeiten bis zum heutigen Tage. Alter Zweig, ein Zweig, der nahe Olivers Haus lag, undeutliche Symbole zieren ihn. Drachilein-Ticket, ein Vertrauten-Ticket, das gegen ein Drachilein eingetauscht werden kann. Ja, ein Drachilein! Kraftprotz-Ticket, ein Vertrauen-Ticket, ein Vertrauten-Ticket, das gegen einen goldenen Kraftprotz eingetauscht werden kann. Geil! So. Geh tiefer in den Wald und kümmere dich um den Wächter. Gut, wir gehen mal tiefer in den Wald und kümmern uns um den Wächter. Wir sollten vielleicht vorher noch speichern. Halte ich für eine gute Idee, sonst müssen wir das ganze Gequatsch nochmal machen. Wir werden bestimmt vorher noch speichern können. Oh, eine Truhe. Ein Weißbrot, das schon 30 Jahre im Wald lag. Ist bestimmt noch gut. Was ist das? Ich bin sicher, das ist der richtige Weg. Ich weiß, ich kann auf der Map gucken, aber ich erforsche gerade. Bin im Erforschungsmodus. Oh, weil... Die Flüsterfälle. Ich muss dich warnen, Olli, da wimmelst du so vor Monstern. Lass dich nicht erwischen, bevor du überhaupt beim Wächter ankommst, okay? Ich schaff das schon, Tröpfchen. Ich habe ja jetzt einen Vertrauten, der mir hilft. Bist ein tapferer Junge, andere Leute vorzuschicken. Aber denk dran, wenn's brenzlig wird, benutz Lindas Hand. Mach ich. Und vergiss nicht, was der alte Baumheini gesagt hat. Zum Zaubermenü kommst du ganz fix, indem du drückst. Solltest du dich auch mal mit dem Hauptmenü vertraut machen, wenn du schon dabei bist. Aber das hast du ja schon gemacht. Keine Sorge, du kannst nichts kaputt machen, egal wie viele Tasten du drückst. Also, probier ruhig ein bisschen rum, ja? Und wenn du neue Fähigkeiten und so lernst, tauchen neue Optionen im Hauptmenü auf. Halt also die Augen offen und mach das Beste aus deinen neuen Spielsachen. Oh Mann, das soll ich mir alles merken? Ich kriege in der Schule schon nichts mit, weil ich doof bin. Wirst dich schnell dran gewöhnen, Junge. Kein Stress, bist doch nicht der einzige Doofe. Jetzt auf zum Flüsterfällen, dann weiter zum Wächter des Waldes.
Genau, wir müssen ihm helfen, wieder normal zu werden. So, Lindas Hand, 3 MP, heilt Wunden mit einer warmen Geste der Gutherzigkeit, Portal und Vertrautenrufen. Feuerball. Und hier sind alle Zauber. Normale Zauber, Kampfzauber, alles klar. Feuerball, 4 MP. So, dann kicken wir mal. Ich wusste doch, wir können wieder speichern. Denn wir werden bestimmt bald sterben zum ersten Mal. Deine LP und MP sind vollständig wiederhergestellt. Jawohl, wir speichern. Erstmal fett abspeicheln. Nein, hier, ja, doch. So. PS3, Classic-Ladebildschirm. Happa, Happa und Happa. Komme ich pünktlich? Nein, ich komme nicht pünktlich. Ich wollte ihm direkt auf die Fresse hauen. Du mieser Spießer. Du und ich. Ich schicke erstmal den Kleinen vor. Alter! Ja! Mit der Kraft meines Herzens werde ich dich bestrafen! So, Doppelherz. Hält entscheidend länger. So, Tobi hat XP gemacht. Wir sollen auch selber kämpfen, damit nicht nur Tobi die XP einheimst. Oder? Ne, wir heimsten ja eigentlich, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wir teilen uns doch alles. So, da drüben ist wieder ein Pikachu-Bastard. Aber da kommt ihr nicht rüber, weil wir auf der anderen Seite des Flusses sind. Wir warten, bis er sich umdreht und dann brezeln wir den weg. Oh ja. Geil. So. Das Hüpfelchen. Hüpfelchen kriegt Fett aufs Fressbrett. Ja. Bam. Oh, ich bin blind. Nein, ich bin blind. Ich bin blind. Selbst blind kann ich dich killen. Mondstein, flieg und sieg. La 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 la. La, 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 la. So, 36G und Quellwasser. So. Die nehmen wir auch noch mit. Ein Riegel Schokolade, geil. Geil. So. Den nehmen wir auch noch mit. Da drüben ist noch eine Truhe, es sind ganz viele Truhen. Warte, warte, warte. Jetzt kommt er näher. Wir laufen gleich hin. Warte. Jetzt dreht er sich um. Nein, noch nicht. Jetzt dreht er sich um. Jetzt hat er sich umgedreht. Und jetzt auf die Fresse. Taktisches Wort. Clever. Ganz clever. Mieser Spießer. So. Wir schicken wie immer unser Herz vor. Du musst auf dein Herz hören, wie es schlägt. Das heißt es also. So. Der macht aber übel Damage, der Kleine. La 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 la. Oh, ich liebe diese Musik. Oh, schön. So, Tobi, Stufe 3. Geil, Tobi, Alter. Geil. Hast du geil gemacht. So, da drüben ist eine blaue Kiste. Die holen wir uns natürlich auch. Wird die bewacht? Nein. Wird sie nicht? Diese Truhe scheint durch Magie verschlossen zu sein. Du bekommst sie nicht. Auch wenn du dich noch so dafür angestrengt hast. Man kann ja nicht alles haben, das Leben ist kein Ponyhof. Hat mich immer gewundert, der Spruch. Wo kann man nochmal rüber? Wo kann man nochmal rüber? Wo kann man nochmal rüber? Sag mal, die respawnen ja. Das ist ja furchtbar. Verdammt mich! Da habe ich doch gar nicht verpennt, dir noch was über Vertraute zu erzählen. Ja, was denn? Das ist wichtig, Olli. Also gut aufpassen, okay? Ich habe dir doch gezeigt, wie deine Vertrauten Tricks vollführen können, oder? Nun, wenn die kleinen Kerlchen stärker werden, lernen sie auch neue Tricks. Wenn du sehen willst, welche Tricks deine Vertrauten drauf haben, kannst du Freunde und Vertraute im Hauptmenü aufrufen.
Tricks unterscheiden sich ein wenig von Magie. Du musst verstehen, dass jeder einzelne Trick ein Befehlsfeld belegt. Drück unter Freunden Vertraute und du kannst die Befehlsfelder, die für Tricks benutzt werden, ändern. Ach ja, da fällt mir noch ein. Ein Vertrauter kann sich höchstens an 8 Tricks gleichzeitig erinnern. Das heißt, wenn er etwas Neues lernen soll, muss er was Altes vergessen. So kannst du dem alten Vertrauten neue Tricks beibringen. Jedenfalls musst du dem Fehlsrat eines Vertrauten einen Trick zuweisen. Machst du das nicht, kannst du den Trick auch nicht im Kampf benutzen. Ganz einfach. Okay, ich glaube, ich habe es kapiert. Ich muss Tricks, dann hier, dann muss ich da. Ja, gut, ja.